Aber nichtsdestotrotz, wir sollten uns irgendwo hinsetzen. Und Travigor, ich hätte noch ein, zwei Anliegen, aber die können wir auch im Privaten besprechen, wenn du etwas Zeit hast. Selbstverständlich, ich denke, dafür wird sich die Situation ergeben auf der Reise oder ja, Ach, irgendwann. sehr gut, sehr gut. Ja, so könnt ihr über das Turniergelände stolzieren, stratzen und könnt dann auch erkennen, wie tatsächlich die ersten Kämpfe mit Schwert und Schild abgehalten werden. Stahl, der auf Stahl klingt oder auf Holz. Und die ersten Ritter, die versuchen, ihr Können zu zeigen. Unter anderem Laro von Dragenfels, der seinen Banner da ebenso trägt. Der Junker von Mardershöhe in einer unglaublich rostigen Rüstung und sein Übergewicht scheint ihm dann wohl auch aus der Rüstung zu quellen. Bauer Rogel erkennt auch den Rabenmunter Vogel, den Raben, allerdings in einer anderen Zier als Bergart ihn trägt. Denn auch wenn Barnhelm zu den Rabenmunds gehört, trägt er doch wohl ein anderes Wappen. Könnt ihr aber tatsächlich allesamt erkennen, wie er dort mit seinen, ja, Mitte 50 dort steht. Ein bisschen außer Form ist er wohl auch geraten, aber vertritt das Hause Rabenmund, streitet da wohl gerade gegen Griff Poga von Auralet, die ebenso wohl schon vor ein paar Jahren in Gareth auf dem Turnier gefochten hat im Jahr des Feuers, beziehungsweise kurz davor. So könnt ihr euch dann gemeinsam an einen der großen Tische setzen und zahlreiches Bier, was ausgeschenkt wird, auch einige Barden, die herumträllern und auch Satatio Mortis, die da mit ihren Zelten aufgebaut sitzen. Einige, die mit Glaskugeln hantieren und irgendwie die Zukunft vorhersagen, andere, die Tarot legen, beziehungsweise einige Karten und dann ja das Schicksal voraussagen, soweit es denn Satinav zulässt. Die Stimmung ist ausgelassen, und ihr könnt das ein oder andere Bier trinken. Natürlich auch guten Met, den es hier gibt, denn die Baronie bzw. auch die Hauptstadt Dergelmund verfügt natürlich über zahlreiche Obstplantagen, die überall um euch herum stehen und zahlreiche Bienenstöcke, die dann ebenso angelegt sind. Also das eigene Met, das tatsächlich sehr hervorragend ist. Ah, ich muss sagen, das muss man auf jeden Fall ausbauen. Ich glaube, das wäre auch ein guter Export. Ware, die man vielleicht, womit man vielleicht ein bisschen Geld dann für die Baronie machen könnte. Und ach, ich muss mich um so viele Sachen kümmern. Ah, Hallo. wo ihr gerade davon sprecht, das war eine der Sachen, die ich mit euch besprechen wollte. Dachte mir, es wäre ganz sinnvoll und auch im Sinne eurer Göttin Avia, dass wir eine gewisse Vereinbarung vorschlagen. Ich hatte die Idee, hier die Abgaben, die die Gastwirte und die Betreiber von Schenken entrichten haben, für einen gewissen Zeitraum aussetzt und ihnen ermöglicht, Investitionen vorzunehmen. Stellt euch einmal vor, würde die ganze Struktur hier im Landstrich stärken. Viele Also Leute könnten hier übernachten und finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Es gibt viele Flüchtlinge, könnte ich mir vorstellen, die aus anderen kriegsherrenbesetzten Baronien kommen. Von daher finde ich es gut, die Gasthöfe zu unterstützen, wo wir nur können. Und wir müssen das Licht der Travia, die Wärme der Travia hinausbringen. Und in der Tat, ich sehe das genauso wie ihr. gute Idee. Und wie könnte man das anders machen als mit einer Abgabensenkung? Sehr schön. Eine weise Entscheidung. Zuallererst sollten wir aber nicht die Kirchen außer Acht lassen. Der Kirchenzehnt muss bezahlt werden. So ist es recht. Aber natürlich, das würde Travigor doch auch nicht einfallen, dies außen vor zu lassen. Ayodan, da müssen wir uns bei diesem edlen Mann doch keine Sorgen machen. Nun, ich Ja, wollte erst mal. das stimmt aber. Der Kirchenzehnt, der muss gezahlt werden. Also die müssen zumindest den Kirchenzehnt zahlen. Nun, das halte ich für eine legitime Möglichkeit. Zum anderen, Avigor, erinnert ihr euch noch, als wir uns das letzte Mal sahen? Wir hatten über illustrierte Vademeki gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr meint, wir sollten jedem Nein, nein. Bürger und jedem Bewohner der Baronie ein Vademecum übergeben. Nein, das hatte ich nicht angedacht. Wobei es sicherlich eine Stärkung der örtlichen Drucker wäre. Aber nein, ich dachte an etwas anderes. Du
Und zwar an ein Geschenk, das ich euch mitgebracht habe. Ich war unlängst in Gareth und da ist mir eines dieser Vademeki in die Hände gefallen. Und ich dachte mir, es gibt kein schöneres Geschenk für die Ernennung zum Baron als eben dieses. Und damit holt er ein kleines Büchlein, das schön illustriert ist, hervor. Offensichtlich ein Vademecum der Göttin Travia. Schön. Ach, das ist aber toll. Das ehrt mich doch sehr, dass ihr so an mich gedacht habt. Lasst euch mal umarmen. Ja, kommt her. Nun, ich dachte mir doch schon, dass euch das gut gefallen würde. Ich bin immer für euch da, wenn ihr etwas braucht. Ja, Dank. Nun, da werde ich doch bei Gelegenheit mal reinschauen, nicht wahr? Ich meine, ich habe natürlich die Travia-Schule... Achtet auf die Illustration. Auswendig gelernt, aber auch oft dieses Buch jemand anderes lesen sehen. Aber ja, da mal selber reinzuschauen, schon gut. Achtet auf die Illustration zum Drei-Schwestern-Orden. Der ist ganz gelungen, fand ich. Und das Gebet zur guten Nacht und zum guten Heimstein. Ah, der Anfangsbuchstabe. Eine kleine Gans. Richtig schön. Aber entdeckt das Buch selbst für euch. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Sehr schön, danke schön. Immer doch. Währenddessen kommen einige wohl nach der Tracht aussehen Fischer auf euch zu, mit langen, großen Hosen, die dann wohl Haldern erkennen und dann zielstrebig auf ihn zugehen, die anderen am Tisch wohl erstmal ignorieren. Ha, Haldern, was machst du denn hier? Ich mache jetzt irgendwie bei diesem Turnierding mit, aber... Das ist ja richtig gut. Willst du dich zu uns gesellen? Wir brauchen noch einen für unsere Heldengruppe. Wir können doch maximal einen aufnehmen. Also, ich bin jetzt irgendwie schon hier dabei, also... Was? Aber sonst wär ich auf jeden Fall dabei gewesen, weil... Aber ich habe gehört, es ist schwierig. Also ich habe gehört, dass du jetzt schon aufgebaut, aber du machst jetzt... Ach so, ja, Bist jetzt wohl ein feiner Herr, oder was? Also eigentlich nicht. Gibst dich jetzt nicht mal mit den Fischern ab, ja? Also eigentlich wollte ich nur wieder über den Fluss. Das ist ja richtig typisch, Aldan. Als ob wir dir nochmal helfen. Jetzt ist es mit dem Fluss auch gestorben. Aber, meine Herren, ich bitte euch. Was ist denn das Problem? Wir wollten Aldan bei uns in der Gruppe haben und jetzt macht er wohl mit euch, ja? Nur weil wir keine Geweihten sind. Ach, die Herren Fischer, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, jetzt hier Gruppen zu bilden, sondern es geht darum, dass man gemeinsam Abenteuer erlebt oder beziehungsweise meine Abenteuer nacherlebt. Ach, ihr seid der Baron, ja? Ja. Und dann habt ihr euch gleich Haldern geschnappt, ja? Was habe ich geschnappt? Dann habt ihr euch gleich Haldern Roge geschnappt, ja? Er wurde freiwillig eingetragen. Es war eher eine blitzartige Zwangsverpflichtung. Ja, da werden wir wohl nicht widersprechen. Wenn der Herr Baron den Bauer Rogel haben will, dann so Rogel. Du und der Baron, ja? Also, Herr Dann hat inzwischen wieder seinen Hut von seinem Kopf genommen und knetet ihn in seinen Händen. Also, ich bin da auch irgendwie noch reingestolpert. Ja, dann kannst du ja den Baron bitten, dass er dir irgendwie dich über die Därge rüber schippert. Meine Herren, seht ihr nicht, wie unangenehm es dem Herrn Rogel ist, wie ihr mit ihm umgeht? Ich finde das nicht angebracht. Denkt eure Worte. Ah, Rogel ist ein richtig guter Mann, wir tragen ihm das schon nicht nach. Keine Sorge. Das hoffe ich doch. Aldan, wir sehen uns. Es gibt aber so ein, Zeichensprache muss man nicht irgendwie für verstehen, aber die Mimiken, wie sie da sich mit der Faust in die Hand schlagen, schon sehr eindeutig. Und während ihr den Fischern so ein bisschen kopfschüttelnd nachblickt, könnt ihr erkennen, wie eine sehr durchschnittliche Person in graubrauner Gewandung auf euch zugeht und zielstrebig euch findet. Ado Werheimer. Neben ihm seine Hündin. Zum Gruße. Was macht ihr denn alle hier? Ach, von dir haben wir vorhin noch gesprochen, Ado. Ado, schön dich zu sehen. Halt so Spiel. Ich bin ganz überrascht. Ronga, du kommst genau Tarigor. Richtig.
Du kannst dich wahrscheinlich noch bei uns in der Gruppe eintragen. Ich würde vorschlagen, du solltest unbedingt dabei sein. Ich bin gerade erst angekommen. Könnt ihr mir kurz... Turnier, oder? Also erstmal, ich bin Baron. Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal. Das habe ich ja mitbekommen. Zweitens, genau, es wird so eine Art Turnier abgehalten. Also ich war nicht unbedingt dafür, aber die Junkerin hat darauf bestanden. Und nun ja, jetzt ist die Situation nun mal gekommen. Und jedenfalls gibt es da irgendwie so eine Art Wettstreit oder eine Art Spiel, meine Erfahrungen, die ich bisher erlebt habe, nachzuspielen. So eine Art Staffellauf, glaube ich, abzuhalten oder so eine Schnitzeljagd. Also da ich bei deinen Erfahrungen eigentlich immer dabei war, muss ich eigentlich bei dir mitmachen, oder? Ihr seid uns herzlich willkommen. Optional gäbe es natürlich noch eine Gruppe von Fischern, die zweifelsohne noch einen fähigen Mann brauchen könnten, aber da ich bereits ein bisschen Gold auf uns gesetzt habe, wäre es mir doch sehr recht, wenn ihr den silbernen Gänsen beitrete, Dado. Gerne. Fischer doch, sind unsere bisher größten Feinde. Halte dich vor denen in Acht. Immer. Schön euch zu sehen, Rogel. Dich hätte ich ja nicht hier erwartet. Und euer Gnaden Kaiodur, schön euch wiederzusehen. Ja, ich glaube, die Fischer wollen mich vermöbeln. Ah, das lassen wir aber nicht zu. Unser guter Rogel hier wird nicht vermöbelt. Ich bin bei euch dabei. Hey, die holen wir uns gleich. Erstmal trinken wir noch was. Ja, bin ich doch immer dabei. Sachte, ne? Also ich denke nicht, dass hier gekämpft werden muss. Das kann beim Zweikampf in dem Turnier stattfinden, aber während meiner Reise, na gut, da wurde schon mal gekämpft, aber ich denke, wir sollten nicht so sehr die anderen Gruppen bekämpfen als... Nein. Ihr habt doch gesehen, was sie gemacht haben. Die haben es doch drauf angelegt, Travigor. Ja, aber das sind Angler. Wir sollten uns nicht mit ihnen gemein machen und auf ihr Niveau begeben. Richtig. Preyodua wird mir sicherlich zustimmen, wenn ich sage, dass Worte oftmals das schärfste aller Schwerter sind. In der Tat, in der Tat. Oh, ich glaube, ihr habt Drafim noch nicht gesehen. Doch, tatsächlich kenne ich ihn. Tatsächlich? Ja. Ah. War dieser große, etwas grobschlächtige Mann, der wie ein halber Troll aussieht, oder? Ich habe gehört, er soll noch ein wenig gewachsen sein, seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Aber ich war mit ihm in der Blutkerbe damals. Aha, das klingt nicht sehr gesund. Ist das eine Kneipe? Nein, einen in Sanctum. Ihr wart in Sanctum? Ja, wir haben es ausgelöscht. Ah, ich wollte schon meinen. Erfreulich zu hören. Ihr müsst mir davon unbedingt einmal erzählen. Ich muss es unbedingt niederschreiben. Ja, gerne doch. Auch dass eine Heldentat, bei der Ritter Travigor anwesend war. Und Haldan Rogel kennt natürlich die Geschichten von Rafim. Willst du doch immerhin auch mal so werden wie Rafim selber. Aber das ist noch ein langer Weg. Ja, ich hätte einfach gerne nicht auf die Schnauze gekriegt. Ja, also könnt ihr noch einige Biere trinken, von der Blutgerbe erzählen und dann sehen, wie sich wohl das Brett füllt mit den ersten paar Eintragungen aus dem Hindernislauf. Tatsächlich auch dann Schwert und Schild, wo dann die ersten paar Plätze verteilt werden. Könnt ihr noch ein bisschen zusehen, jubeln. Und dann wird sich wohl... Die Fischer sind auf Platz 2 mittlerweile eingetragen und die Gruppe Saltatio Mortis auf Platz 1. Ihr habt natürlich noch den restlichen Tag Zeit, um den Hindernislauf zu absolvieren. Aber wenn ihr sowohl die Fischer als auch dann eben Saltatio Mortis schlagen wollt, dann müsstet ihr bald zum Hindernislauf aufbrechen. Nun, meine Herren, wollen wir dann langsam los? Ich würde noch gerne mit der Junkerin reden und mich schon mal abmelden. Ich finde ganz gut, dass wir ein bisschen Abstand nehmen. Mir wird das alles zu viel. Steigt mir zu Kopfe. Na dann. Wie wäre es, wenn ihr mich begleitet? Ich kann euch dann der Junkerin vorstellen und dann lernt ihr sie kennen. Und wenn ihr dann eure Ämter alle habt, dann... Ja, wird es unproblematischer oder dann kennt man sich zumindest schon. Das ist doch eine hervorragende Idee. Ja. Welche Ämter habt ihr genau zu vergeben? Alle. Das ist gut.
Oh, du hast doch bestimmt was für einen guten alten Freund, oder? Ich denke, da finden wir auf jeden Fall die richtigen Personen für die richtigen Ämter. Auch da bei der Wahl der Ämter könntet ihr mich unterstützen. Aber sicherlich werde ich euch beraten zur Seite stehen. Und ich natürlich auch. Ich muss mit dir. Egal, das machen wir wann anders. Natürlich. So, könnt ihr nach kurzer Suche nicht nur die Junkerin finden, sondern daneben stehend auch den Hauptmann Parino von Perz, der dann wohl die Leibgarde von ehemals Wulfbrand, mittlerweile Travigor, anführt. Die Junkerin Almadina von Binsböckel ist eine rotbraune Schönheit, ist sie nicht. Sie hat ein Pferdegesicht und ist wohl noch ziemlich jung. Ihre Augenbrauen sind zusammengewachsen und guckt euch dann an, unterbricht das Gespräch mit dem Hauptmann. Ach, sie verbeugt sich. Herr Baron, schön, dass ihr hier seid. Wir haben alles unter Kontrolle. Mögt ihr noch etwas anderes wissen? Sehr angenehm. Junkerin Almadina von Binsböckel, das ist euer Gnaden Priodor von Grauningen, das ist euer Gnaden Midas, das ist der tapfere Kämpfer Ronga, das ist unser Wildnisführer und ehemals mein Schildträger und noch vieles mehr, Ardo, und der Bauer Rugel. Ja, ich habe von einigen von Ihnen schon gehört. Ich habe von einigen von Ihnen schon gehört, da ihr da auch schon Helden von Binsböckel seid, ist mir der Name also wohl bekannt. Ah, ich wollte nochmal der Etikette halber. Jedenfalls, wir haben uns, wir haben eine Gruppe gebildet, die Silbergänse. Und wir werden mein Abenteuerleben nachspielen. Nun, das soll wohl kein Problem sein. Ich habe mich extra darum gekümmert, dass ihr die Aufgaben dahinter nicht kennt. Werdet ihr später auch noch beim Lanzengang teilnehmen? Wann findet das genau statt? Im Laufe des Abends. Also ich gehe mal davon aus, wenn ihr jetzt wieder zurückkommt, könntet ihr tatsächlich gegen den Ritterkönig Danos von Lurien reiten. Ach so, Moment, es geht gar nicht nach Aranien. Nein. Sie schaut dich verständnislos an. Das war natürlich ein Scherz. Also im übertragenen Sinne, es gibt eine Station, die Aranien heißt wahrscheinlich. Das wusste ich natürlich, das wusste ich selbstverständlich. Ja, ich werde beim Lanzengang teilnehmen. Ja, ihr werdet hier oben durch die Obsthügel laufen und dann bis zum Deich runter. Ach so. Ja, selbstverständlich. Also das ist sicherlich in, ich sag mal, 2 Stunden zu erledigen. Keine Sorge. Dann ist ja gut. Ich hatte schon befürchtet, das würde länger dauern und ich würde die Hälfte von dem Turnier nicht mitbekommen. Nein, eine kurze Angelegenheit, bei dem Jung und Alt mitmachen können. Ihr müsst einige Fähnchen aufsammeln und dann die Station ablaufen. Wir beginnen in Romulus und von hier aus dann in Richtung der Deiche nach Andergast. Also über die Deiche oder zu den Deichen hin, denn die Deiche selber wären dann ja Nostria, da wart ihr ja nicht, aber dann wieder zurück in Richtung Oron und naja, ihr werdet das sehen. Einfach den Fähnchen folgen. Gut, vortrefflich. Also dann wenn es noch irgendwelche Fragen gibt... Nun, vielen Dank für die Informationen. Ich denke, wir sollten uns auf den Weg machen, nicht wahr? Habt ihr alle euer Wegmäht? Ich hoffe, du hast mir eins mitgebracht. Ihr schon, aber ich hatte nur 2 Hände. Ach, danke. Nun, ich denke, wenn wir bei Prios Sinn sind, wäre das gut, nicht wahr? Ach, das soll doch Spaß machen. Es geht nicht um Spaß, es geht um die Ernsthaftigkeit der Sache. Ach, Priodor. Aber ich stimme euch zu, wir sollten zumindest halbwegs unserer Sinne mächtig sein. Ja, so könnt ihr über die kleinen Hügel in Richtung des ersten Zeltes gehen, wo dann auf einer kleinen Liste dann nachgesehen wird, wer denn alles teilnimmt bei den silbernen Gänsen und Ardo dann noch einmal nachgetragen wird. Einen Platz habt ihr immerhin noch.
Und so wird euch die Aufgabe gestellt, den Fähnchen zu folgen und dann an jeweiligen Stationen die Aufgaben zu lösen, damit ihr euch dann, die Fähnchen müsstet ihr dann mitbringen. Wenn ihr es nicht schaffen solltet und dann nicht mit allen Fähnchen wieder zurück seid, dann könnt ihr euch nicht Baron nennen. Das Ganze wird in Anführungsstrichen gesetzt, weil man den Zorn von Priodur und Travigor befürchtet. Aber ihr braucht alle Fähnchen, damit ihr euch dann Baron nennen könnt. Ja, das als Aufgabenstellung und damit deutet diejenige an der Anmeldung am Zelt, deutet dann die Richtung hinunter und ihr könntet dann starten in Richtung Norden. Also dann los, Freunde, oder? Auf. Sehr gerne. Auf geht's. Mit Prios Hilfe natürlich. Sagt Travigor. Was ihr beim Lanzenreiten mitmacht, das war eher eine Laune. Das ist nicht unbedingt geplant. Habe ich tatsächlich gesagt, ich mache da mit? Ja. Ich wollte schon fragen, ob ihr das könnt. Ich hatte schon mal eine Lanze in der Hand. Das ist ein Anfang. Wird schon irgendwie klappen. Also ich denke nicht, dass das dass da wirklich hart auf hart gekämpft wird. Also es wird ja nicht so ein richtiges Reiterturnier sein. Nun, der Ritterkönig hat einen formidablen Ruf in Gareth. In der Tat. Die werden natürlich den zukünftigen Baron nicht so hart rannehmen, gehe ich mal von aus. Ihr werdet sicherlich bestens versorgt, wenn ihr vom Pferd fallen solltet, aber es wird ein ordentlicher Kampf werden. Davon gehe ich schon aus. Oh, was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich flüster mal Ronga zu. Du Ronga, wenn Travigor dabei drauf geht, vielleicht können wir dann Barone werden. Ist das dann gefährlich, dieses Lanzenreichen? Kann er dabei wirklich drauf gehen? Also ich habe schon gehört, dass die Lanzen splittern ja normalerweise. Aber ich habe schon gehört, dass manche Leute von diesen Splittern getötet wurden. Nun lasst mich euch eine Geschichte erzählen von einem Ritter, der so töricht war, gegen einen untoten Drachen zu reiten. Die Lanze auch gesplittert. Ja, die habe ich schon gehört. Die ist gut. Ja, währenddessen kann Midas auch seine Sammelkarte hervorholen mit der Unterschrift von Jarlan. Und die Geschichte erzählen, wie er sich den schlechten Ruf bei der Boronkirche erwarb. Was? Der Jarlan? Ja. Ah, den hätte ich mal fast angezündet. Was? Ja, habe ich dir die Geschichte vom Kerzenzieherhof erzählt? Ach ja, ich erinnere mich dunkel, als wir damals unterwegs waren, um diesen Schädel zu requirieren. Genau. Er war in dem Kerzenzieherhof, den ich angezündet habe. Zu Recht, möchte ich sagen. Vielleicht kommt das ja auch noch vor. Vielleicht müssen wir irgendwas abwaschen. Oh, ich hoffe nicht. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Ich hoffe ob doch. Da eine Scheune steht oder so. Ja, eine Scheune steht da nicht und angezündet wurde sie wohl auch noch nicht. Aber während du dich umsiehst, durch die Hügel kannst du sehen, wie dort das erste größere Fähnchen steht mit einem weiteren Tisch, einem weiteren Pult. Und daran steht Romulus. Seht mal, wir sind in Romulus. Das ging ja schnell. Die erste Station. Die nächste Gruppe. Ja, okay. Dann sehr gut. Hier geht es darum, dass ihr ein Gänseritter werdet, zumindest zum Schutz des Heim- und Herdfeuers. Und dafür müsst ihr natürlich eure Novizenprüfung bestehen, nicht wahr? Richtig, das habe ich in Romulus gemacht, sehr richtig. Mariella von Rabenmund hat mich damals zum Ritter geschlagen. War das schon die Antwort? Vielleicht war ich ein bisschen zu schnell. Nein, das ist auch ein bisschen geschummelt. Ja, Herr Baron, ihr seid es ja selber. Also, ihr müsstet mich jetzt überzeugen, dass ihr ein aufrechter Streiter für das Heim- und Herdfeuer seid. Und erzählt mir gerne eine Travia-gefällige Geschichte. Ja, das wird jetzt schwer. Nun ein jeder von uns oder wir insgesamt? Für die Gruppe. Die Gruppe muss mir eine gefällige Geschichte erzählen. Ich gehe mal ganz vorsichtig nach ganz hinten, sodass man mich am schlechtesten sieht. Begab sich aber zu der Zeit, dass ein Teil der Gruppe, die heute die grauen Gänse sind, was ja schon
für die Travia-Gefälligkeit der Gruppe spricht, Silbergänse. Genau. Im Dienste des Herrn Praios waren. Doch im Dienste des Herrn Praios müssen wir etwas tun, das nachweislich in das Aufgabengebiet der Herrin Travia fiel. Denn wir hatten zu kochen. Und oh, es war ein gutes Essen. Dieses Essen, was wir anfertigten, war dem Gott ein solches Wohlgefallen, dass er uns am Ende sein Licht schenkte. Und wer, wenn nicht Praios, kann darüber urteilen, was gutes Essen ist? Nur die Herrin Travia selbstverständlich. Ja, es gibt einen skeptischen Blick. Sie rückt sich selber nochmal ihren Zwicker zurecht und notiert das Ganze, während sie aufschreibt und schaut dabei zu den anderen. Was war so drin in dem Essen? Also, welche Zutaten habt ihr benutzt? Ich murmel wieder Ronga ins Ohr. Der alte Baron. Der war am Essen? Naja, nicht ganz. Er war dabei. Und dann ist er gestorben. Würde eine ausladende Geste in Richtung Travigor machen. Nun, ja, könnt das am besten erzählen, nicht wahr? Also da waren natürlich nur Travia und Praios gefällige Zutaten drin. Also eine ganze Menge von den Praios Blumen Kernen und genau, in was könnte man denn etwas besser anbraten als in einem Geschenk, das so wundervoll ist. Und oh, wie das Essen geduftet hat. Und danach sind wir alle zusammengekommen und haben uns niedergesetzt und das Essen in aller Ruhe gemeinsam eingenommen. Denn es war gut gekocht über dem wärmenden Feuer des Herdes. Oh, wie das Essen geschmeckt hat. Vortrefflich. Na gut. Dann nenne ich euch hiermit zum Novizen der Travia-Kirche. Hier ist euer Fähnchen. Steckt es euch an und behaltet es bis zum Übergabe in Dergelsheim wieder bei euch. Also ich muss sagen, wie das Fähnchen habt ihr euch redlich verdient. Ich brauche wieder eine Überzeugenprobe plus zwei von euch. Mias. Ich bin überreden. Ich bin gut zu überzeugen. Dann Priodo. Immerhin war es eine preisgefällige Geschichte, dann darfst du auch. Ich bin gar nicht. Plus zwei, sagtest du? Überzeugen plus zwei. Zählt öffentliche Rede wahrscheinlich nicht, vermutlich, oder? Nö, es war keine öffentliche Rede. Hinter euch und vor euch auf dem Weg könnt ihr auch zahlreiche andere Gruppen erkennen. Teilweise eine Gruppe von 5, 6 Kindern, die wohl noch Helden werden wollen. Andere sind mit der Familie unterwegs, also Mutter, Vater, 2 Kinder und dann noch die beiden Großeltern, die unterwegs sind und die dann ebenso versuchen, bei einem anderen am Stand dann eine Travia-gefällige Geschichte zu erzählen. Und die Kinder sind gerade dabei, sich irgendwelche Sachen auszudenken und so ein Spaß für die ganze Familie. Auch wenn die Fischer das so ein bisschen kriegsgefälliger sehen und dann versuchen auch Bauer Rogel abzuwerben, aber gemeinsam mit dieser Travia-Praios-gefälligen Geschichte könnt ihr dann übersetzen in Richtung Andergast. Sag mal, Travigor, was ist wirklich damals in Romulus passiert? Würde mich auch interessieren. Was ist damals passiert? Ich habe einige Questen erledigt. Nun, manche mehr, manche weniger erfolgreich. Und naja, gut, also was wirklich passiert ist, wenn ihr es wissen wollt, ich habe mich jeden Monat beworben und irgendwann hat es denen gereicht und ich wurde zum Ritter geschlagen, aber erzählt das denen bloß nicht. Also warst du beharrlich? Na, richtig. Das ist ja auch eine Tugend. Genau, das ist auch eine Tugend. So kann man das auch sehen. Ich meine. Ach, und jetzt bist du Baron Travigor, das ist doch gut ausgelaufen. Nur weil du so beharrlich warst. Naja, also das war eher eine Überraschung, muss ich zugeben. Nun, Travigor hat euch gewiss nicht umsonst erwählt. Sie hatte Pläne für euch. Alles kommt mit der Zeit.